Burschen, wir sind wieder weg. Neues Projekt. Viele haben schon gesehen auf Instagram. Wir haben sie wieder ein neues Projekt angefangen. Projekt Asphalt, der ist auf YouTube auf meinem Kanal angeschlossen gewesen. 106 km/h haben wir zusammengebracht. Und ja, Dax Factory und ich haben uns gedacht, wir brauchen nochmal ein Asphaltprojekt. Und zwar haben wir da so einige Ideen gesammelt. Wir haben auch schon einige Sachen dran. Das ist heute mal der Projektstart sozusagen. Ich will euch heute mal erklären, was wir so vorhaben. Ihr seht neben mir schon den neuen Rahmen. Den habe ich schon ein bisschen aufpoliert, der war extrem angefragt. Einige Roststellen hat er auch noch immer, das soll aber auch so bleiben. Wir wollen das Maxi ganz original herrichten. Es soll wirklich die originale Optik haben. Es soll so original wie möglich vom Rahmen her ausschauen, so original wie möglich vom Motor her ausschauen. Das Einzige, was wir nicht ganz umsetzen werden können, ist, dass die Bremsen original ausschauen. Das Einzige, was uns beim Projekt Asphalt nämlich wirklich extrem anzipft hat, wir sind 160 km/h gefahren und haben in Wahrheit Bremsen gehabt, was eigentlich nicht einmal gescheit vorhanden war. Und genau dasselbe auch bei der Dämpfung. Man hat vorhin, wenn man in der Schlagloch gefahren ist, glaubt man, ist jeden Moment im Arsch daheim. Und deshalb hat Dax Factory ganz so Spezielles für die vordere Gabel entwickelt, was ihr auch in den nächsten Folgen sehen werdet. Und ja, ich freue mich schon drauf. Das Ziel wird sein, die Optik so original wie möglich zu halten, so schnell wie möglich zum Fahren. Und das werden wir probieren zum Umsetzen. Ja, was für Teile verwenden wir da jetzt schon mal? Ich habe einige Sachen habe ich schon da. Ich werde euch jetzt ein bisschen was zeigen. Wir haben noch nicht alles bestellt und so weiter. Das wird jetzt alles nach und nach entstehen. Aber ich würde sagen, schaut es näher her. Und schauen wir uns das an. Okay, und zwar, das ist der Rahmen, wie ihr seht, glänzt schön eigentlich, auf manchen Stellen ist er dafür umso rostiger. Ich möchte aber den Lack drauf behalten, weil ich finde es recht geil, wenn man die Maxis in den Lack holt, was auch original war. Bei Projekt Asphalt haben wir das auch so beibehalten und ja, das werden wir bei dem Maxi auch so machen. Wir verwenden die Leloy-Felgen, die habe ich da schon mal probiert ein bisschen zum Anschleifen. Habe ich damals auch viel haben um ca. 150 Euro oder was gekauft. Waren hinniger als ich mir gedacht habe, war also ein bisschen ein Vollkauf. Ist aber scheißegal, kann man anschleifen, wird lackiert. Und ihr seht schon die Nabenfälscher, die haben wir schon beim DAX letztes Mal rausgeschafft. Und da sind wir schon dabei, dass wir eine Scheinbremsenaufnahme bauen. Scheinbremsenaufnahme für originale Schwinge hinten. Und da sind viele schon sehr, sehr gespannt. Da haben wir schon einige Instagram-Nachrichten im Laufe der Zeit gekriegt. Sie wollen sehen, wie man sowas baut. Den Traum erfüllen wir jetzt die meisten und bauen das auf Mountainbike-Scheinbremsen um. Warum Mountainbike-Scheinbremsen und nicht die Scheinbremsen von VDM oder Buchshop? Weil das ganz einfach leichter ist und auch viel besser bremst. Federungstechnisch, ich habe da die hydraulischen Federungen schon da liegen. Das sind noch nicht gebrandet, sind aber die offiziellen Mofawerk-Suspension-Dämpfer. Und ja, die werden wir da drinnen dann verbauen. Schauen, finde ich extrem geil aus. Werden noch gebrandet auch, werden dann noch umso geiler. Ja, warum wollen wir den Original-Look behalten? Wir wollen auf der Straße so original wie möglich rumkommen. Wenn Polizei oder so weiter uns aufhält, dass wir da nicht zu viele Probleme kriegen. Wird mit den Scheibenbremsen wahrscheinlich eh nicht möglich sein. Ich habe nur das Problem gehabt, ich habe damals den Rahmen ohne vorderer Federgabel gekauft. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich habe die Federgabel jetzt auch viel haben. Gefunden kann ich nur jeden raten, schaut, dass so viele Teile so original wie möglich auf viel haben kauft, weil original immer noch besser ist als jedes Nachbauteil, was sie kriegt irgendwo in irgendeinem Online-Shop. Wir sagen jetzt einfach einmal keine Namen. Die Gabel ist noch nicht poliert, schaut extrem angefragt aus, werde ich aber auch polieren, damit es dann so halbwegs zu dem Moped da ein bisschen zu dem Look dazu passt. Ja, wie gesagt, viele werden es nicht geil finden, dass wir den Rahmen nicht lackieren. Ich finde es aber geil, ich finde auch die Farbe geil. Und ja,
Und ja, Burschen, wir sollen einen Projektnamen. Schreibt unten die Kommentare rein, wie wir das Projekt nennen sollen. Projekt Asphalt war damals eh ein geiler Name für das Projekt, für das Vorgängerprojekt. Wir lassen euch mitentscheiden. Schreibt das unten rein. Es wird eine spannende Reise werden. Das ist Folge 1. Wir werden beim Dark Spectrum wieder in der Werkstatt geile Sachen bauen. Wir werden eventuell zu Zeug Maxi Factory wieder schauen. Der weiß noch gar nichts von seinem Klick, glaube ich. Aber wenn du das siehst, Manuel, wir brauchen die vielleicht wieder. Und ja, es wird sehr, sehr spannend, sehr, sehr geil. Wir machen weiter.